Scheiße. Fuck. Fuck. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Lord of the Rings. Wir sind hier in diesem Elfenhaus hier. Ich habe einfach so Lust aufzunehmen, deswegen nehme ich das gleich hinter dem letzten Part auf, weil ich übelst Bock habe aufzunehmen. Deswegen konnte ich aber eure Kommentare und so weiter noch nicht lesen, beziehungsweise eure Tipps und so. Werde ich dann aber in der nächsten Folge, ab der nächsten Folge dann tun können, weil ich dann diese erst neu aufgenommene Folge wieder, weil ich die dann schon oben habe. Also ihr wisst, was ich meine. So, wir schon hier drin. Oh Gott, hier ist gar nichts drin. Ernsthaft? Dafür haben wir gewartet? Dafür habe ich jetzt 2 Sekunden gewartet, um zu schauen, was da drin ist? Ernsthaft? Ich will da hoch, wo so Bäume sind. Da will ich hoch und so. Oh Gott, scheiße, war das knapp. Oh, Orc Battle! Wir müssen unserem Freund helfen! Ja, Mann. West, west, away, round sun is falling. Falling. Ich hab keinen Bock, Englisch zu reden. Wo es einfach ist. So, okay. Wir gucken dann. Hoffentlich ist in den anderen Türmen mal was drin. Wäre ja sonst ziemlich enttäuschend. Ich muss euch ja in der Folge was bieten. Ich kann ja nicht sagen, hier, oh mein Gott, seht ihr in der nächsten Folge. Oh mein Gott, wird voll geil. Oh mein Gott, da ist nichts drin. Super. Oh, ich habe gerade geschaut, ob mein Mikrofon entmutet ist. Gott sei Dank ist es entmutet und nicht gemutet, weil, das ist mir so oft. Ah, Malon Sword, Malon Stick und Malon Arrow. Geil. Haben wir so ein gebrauchtes Melon Sword. Hört sich doch mal scheinend geil an. Ja. Oh, so. Okay. Gibt's hier noch was? Da ist auch diese hinten irgendwie dieser Turm da. Ne? Da will ich hin. Ich will auch da hinten irgendwo hin und überall hin. Und ich muss jeden Turm hier abklappern. Auf jeden Fall sieht das Biom ziemlich geil aus. Man könnte hier aber theoretisch noch ein bisschen mehr machen. Denke ich mal. Vielleicht auch das Wasser färben. Das Wasser noch ein bisschen heller machen. So türkis-like und so. Wäre auch ziemlich cool. Würde mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich gebe mir einfach hier in diesem Let's Play so meine Tipps hinzu, die man hier irgendwie vielleicht verbessern könnte. Aber natürlich wird es der Ersteller niemals sehen. Aber scheiß drauf. Noch ein Malon Sword und Elanore. Okay. Cool. Sehr cool. Aber das hier sieht mir danach aus. Und das hier, dass da mehr drin sein wird. Wir nehmen uns jetzt auch mal so eine Crafting Box mit. Aber ist ja nie. Ich weiß ja nicht mal, wie man die craftet. Oh, ich nehme jetzt Reis aus. Bam. So, wo wollte ich hin? Dahin am besten erstmal. Dahin als allererstes. Au, au. Egal. Wir können ja wieder heilen. So. Aber dann geht's schneller, obwohl es, glaube ich, nicht wirklich schneller war. Aber scheiß drauf. Ich will hier erkunden. Das macht voll Spaß. Ja. Yeah. Hier sind ganz viele Türme. Richtig gut. Aber man könnte hier oben eventuell auch nochmal so, oh, ein Maloren Bogen. Ja, der schießt normale Pfeile. Gut. Okay. Und noch ein Schwert. Auf jeden Fall ziemlich geil. Ah, da haben wir den. Alter, wir haben hier direkt noch ein Shire-Biom nebendran. Richtig gut. Richtig gut. Oder warte, war das auf jedem Turm jetzt so, dass der Ding oben weitergeht, der Baum? Ach so, das ist auf jedem so. Warum fällt mir das erst jetzt auf? Lol. Mir fällt das wirklich erst jetzt auf. Ich fand immer so, oh geil, da ist so ein Turm, da ist der Baum, wächst oben weiter. Dabei ist das bei jedem. Ich Kacknoob. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch überall hochgehen soll. Gott, ich kann nicht mehr reden. So. Aber geil, wir haben schon mal so einen Bogen. Ist der besser? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass der mehr Schaden macht. Wäre natürlich geil. Müssen wir mal austesten. So. Nochmal die Sticks. Nochmal mit Elanor. Nochmal Pfeile. Und hier oben sind auch Pilze. Hammergeil. Bringt uns zwar überhaupt nichts, aber scheiß drauf. Warte mal, wir müssen die Scheiße jetzt mal zerstören. Und zwar, weil ich brauche Blöcke. Und insgesamt das Holz ist cool. Also von dem her. So. Nehmen hier ein bisschen noch was mit. So. So, okay.
Dann verarbeite ich das mal. Geht das jetzt nur in der Crafting Box? Kann das sein? Oh ja, das geht nur in der Crafting Box. Ja, das ist geschickt gemacht. Das ist wirklich geschickt gemacht. Aber man muss halt jetzt dann irgendwie fast von jedem dann Crafting Boxes dabei haben. Auch irgendwie doof. Ich nehme mal noch mehr mit. So, hier haben wir noch. Ach, irgendwie so eine geile Blume. Okay. Okay, wir haben hier ein Schallbiom. Da will ich dann auch noch direkt hin. Weil ich glaube, da gibt es auch ziemlich viel Neues. Schauen wir aber erstmal. Ach, komm schon. So. Okay, wir gucken gleich mal ins Schallbiom. Ich denke mal, hier ist. Doch, hier könnte ziemlich viel neu sein. Könnte. Aber ich töte jetzt hier erstmal ein paar Schweinchen. Damit ich ein bisschen Essen habe. Weil so lange werden die 32 Steaks auch nicht halten. Obwohl, wir sind ja eigentlich in den Shire-Biom, sind wir so oder so versorgt. Also, da gibt es ja so oder so genügend Essen, weil es ja irgendwelche Fresssäcke sind hier. Aber wir schauen mal in die Taverne, was sich da alles geändert hat. Auf jeden Fall hat sich die Textur auch von diesen Eimern verändert. Und hier hat sich nicht so viel verändert, außer was. Was das da ist, weiß ich nicht. Ah, das sind so Teller. Geil. Hammergeil. So Teller, die Kamera ist richtig geile Deko. Oh, und die Kiste ist hier weg. Oh. Oh, jetzt bin ich traurig. Oh. Oh, ist aber scheiße. Weil sonst hat man hier doch immer diese Eimer bekommen. Hm, voll doof. Jetzt bekommt man die hier gar nicht mehr. Dann schauen wir mal in so ein Hobbit-Hole noch rein. Ob da irgendwas noch anders ist. Sonst laufen wir ja auch noch ein bisschen rum. Der Waypoint ist ja Gott sei Dank noch da, weil ich das Minecraft noch nicht geschlossen habe. Erst dann verschwinden die. So, ist hier was Neues? Nicht wirklich, aber wir könnten hier wieder Bücherregale snacken. Brauchen die ja eh nicht. String und ein Buch. Ja, super, Bücher habe ich hier genügend. Guck mal. So, noch mehr Bücher. Ich will ein Stack haben. Ja, wir haben aber schon ziemlich viel unnötige Sachen dabei, die ich gar nicht haben will. Irgendwie. Ich lasse erstmal so noch. Okay, habe ich das jetzt wieder eingesammelt? Habe ich das den... Ja. Oh. Nein, hör auf. Das Zeug einzusammeln. So. Es geht ab so bei euch. Oh, die haben jetzt auch überall noch so. Nom nom, Apfel. Nom nom nom. Das ist aber echt eine gute Idee. Vor allem auch echt gute Umsetzung. So, hier haben wir wieder so viele Kisten. Wohl Eier brauche ich jetzt nicht. Pipeweed, ja. Vielleicht hat es ja auch eine bessere. Was weiß ich jetzt, wie ich das nennen soll. Mehr Steak, mehr Brot, mehr das, mehr das, mehr das. So, keine Ahnung, was ich alles mitnehmen kann. Hier haben wir noch Kuchen. Okay, wie immer auch. Und die kleinen Hobbits eben. Okay. Kann es sein, dass er vielleicht die auch ein bisschen weniger verteilt hat? Ja, kann sein. Es gibt jetzt ein bisschen weniger, habe ich so das Gefühl. Ja, es gibt ein bisschen weniger Hobbit-Holes. Finde ich aber auch gut so. Weil die waren ja wirklich schon richtig extrem. Und du konntest die halt... Ja, du spawnst im Shire-Biom und musst da nie wieder raus. Das ist so... Du hast da genug Essen und alles gehabt. Richtig fett. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass er es ein bisschen seltener gemacht hat. So, schauen wir mal noch hier, was geht ab. Gib mir eine gebackene Kartoffel und das da alles will haben. In den Öfen haben die nichts mehr drin, okay. Und was ist, wenn wir das abbauen? Dann bekommen wir nichts. Cool. Also muss das in den Tavernen stehen bleiben. Och Mann, ich will doch meine eigenen. Oh, ich will doch meinen eigenen Saufladen eröffnen. Oh, langweilig. Langweilig. Okay. Ja, okay, der hat es wirklich ein bisschen seltener gemacht. Finde ich gut. Finde ich wirklich sehr gut. Okay. Ich schau mal noch, ob er hier irgend noch was verändert hat.
Was ich auch eben so geil finde, dass die Mod halt auch wirklich von demjenigen ist, von dem der Lion King Mod ist. Da habe ich auch ein Let's Play dazu gemacht. 15 Parts sind es an der Zahl. Der 16. Part ist nur die Ankündigung, dass ich die Welt gelöscht habe. Das war richtig behindert. Ich wollte halt Mod neu installieren und so weiter. Und dann habe ich halt die Welt gelöscht. Das ist mir jetzt hier nicht passiert. Aber ich habe trotzdem nur eine Welt angefangen. Ja, und wenn die Welt hier ein bisschen weiter gebaut ist, dann kann ich die auch dann am Schluss zum Download bereitstellen, wenn ich das mit dem Let's Play aufhöre, weil so lange will ich das auch nicht machen. Auch ich weiß, dass es euch Spaß macht, aber es gibt ja viele neue Let's Plays, auch der Aether, ich weiß nicht, der Aether ist einfach so was ganz, ganz anderes. Ich meine, hier gibt es immer noch diesen Dreck, ganz normal Cobblestone, Kohle und so weiter, hier gibt es das alles noch. Und das gibt es halt nun mal im Aether nicht, da ist wirklich alles neu, da ist alles neu. Und ich muss sagen, das Aether 2 Update ist wirklich das Allergeilste, was es gibt. Da gibt es so viele neue Bossmonster. Die ganzen Bosse wurden neue, also besser gesagt, es gibt nicht neue Bossmonster, aber sagen wir, die ganze Aether-Region sieht um einiges geiler aus. Es gibt verschiedene Bäume, verschiedene Bäume und so weiter. Dann gibt es, die ganzen Bossmonster wurden, sagen wir, optimiert und eigentlich um einiges schwerer gemacht, finde ich sogar. Der Bronze, Silber Dungeon, alles, Gold Dungeon und so weiter wurde um einiges schwerer gemacht und oh, ein Penis, cool. ich habe mich selbst rausgebracht. Ja, so wurde auf jeden Fall alles optimiert und so, ziemlich geil und das gefällt mir einfach nur richtig. Und da habe ich dann so richtig Bock drauf. Also wird es halt nicht nur ein Singleplayer-Let's Play geben, sondern halt auch was anderes. So. Aber wer weiß, wie viel ich dann auch von dem Singleplayer-Let's Play mache, weil wenn das andere macht bestimmt, sagen wir, mehr Spaß. Ich sage euch nicht, was es genau alles sein wird. Es werden, glaube ich, noch zwei Projekte und so mit dem in Aether 2 entstehen. Ja, also es wird auf jeden Fall hammergeil und ich schau mal, im Aether werde ich ganz bestimmt Singleplayer locker 20 Parts machen. Ah, 15 Minuten, also Leute, das ist schon ziemlich viel. Und dann kann ich ja die Map auch zum Download anbieten, aber hier finden wir jetzt auch nichts mehr so. Da wollte ich später vorhin noch hoch und so. Später vorhin, ja. Ich Deutsch und so. Oh mein Gott. Jump'n'Run-Künste hoch 50. Nicht. Oh, Lag. Ja. Ich habe sonst den Lord of the Rings Mod hier immer mit circa 120 FPS aufgenommen. Jetzt habe ich nur noch 40 im Aufnahmeding. Also, der hat da wirklich hier ein bisschen was rumgedingst. Rumgemacht. Okay, ich habe jetzt auch kein Optifine drin, weil das nicht funktioniert. Und irgendwie so. Mit Optifine hätte ich es doch lieber, um einiges lieber. Aber hier oben ist auch nichts mehr, ne? Hier sind einfach nur so Bäume. Yeah. Bäume. Hammergeil. Bäume! Egal. Gut, schauen wir mal, wo geht's jetzt doch zurück? Da geht's zurück. Wow! Ah, ja, das wollte ich eigentlich ja vermeiden, aber scheiß drauf. Egal, so kommen wir auch ganz schnell nach unten. Ganz unverletzt. Unsere Beine sind nicht gebrochen oder so. Wir sind auf dem Genick gelandet und dann leben wir auch noch. Und ja. Minecraft-Logik, yeah. Scheiße. Fuck. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ah! Ich habe ja ganz vergessen, dass sie jetzt auch so Bogenscheiße haben. Diese Speere. Shit. Verpisst euch. Au. Ah. Geh mal weg. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Juhu. Okay, hier oben. Warte mal. Ach stimmt, ich habe die Leitern weggetan. Ich kack nur. Okay, wir sollten jetzt erstmal noch nicht rausgehen. Oder wir töten den jetzt. Bam, 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 bam. Stimmt, die haben ja auch Bogen. Nicht, also sie haben Speere und Bögen, also heftig. Okay. Ja, heftig, die. Oh, sind die heftig. Voll die Heftigen hier. Es geht ja gar nicht. So, wir schauen mal nach unserer Farm. Ich finde, die ist ganz gut geworden. Ich habe hier Salat, Karotten, Weizen und Bambus ein bisschen angebaut. Finde ich ganz cool. Passt auf jeden Fall, sieht gut aus. Wird auch, denke ich, hauptsächlich dafür genutzt werden, dass es einfach gut aussieht. Aber schauen wir mal. Hier werde ich dann noch meine Kisten reinstellen. Oder hier oben. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich will hier die Ebene vielleicht noch ein bisschen größer machen. Aber hier ein kleiner Brunnen. Ist auch ganz witzig. Ist mir einfach so mal die Idee gekommen, weil es irgendwie dieser Stein halt irgendwie ausschaut wie ein Palast. Und da, weiß nicht, da passt so ein Brunnen in die Mitte einfach rein. Gut, okay. Die Sachen haben wir hier noch. Okay, ich lade mal jetzt was ab. So, weil so im Inventar hier. Da habe ich jetzt noch zwei Kisten. Die stelle ich dann gleich mal noch hier hin. Okay.
Obwohl, das können wir lassen. So, hier tue ich nochmal alles rein. So, so, so. So. Alter, was geht mit dir? Bam. 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 Oh, wow. Hat viel gebracht, nicht. Hab ich hier noch Knochen? Ich glaube, die Knochen habe ich hier. Jo, okay. Gut, dann würde ich aber auch mal sagen, dass es das schon von dieser Folge war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und euch gefällt auch der Mod jetzt hier. Der Beta Version 3. Die Dinger hier oben sind ja dann auch angegangen durch die hier. Durch die Läuterfeuerteile hier, die ich da gebaut habe. Hier unten habe ich noch eine Höhle markiert. Die habe ich ein bisschen zugebaut. Hier ist noch eine kleine Höhle oder so ein Durchgang oder irgendwie sowas. Ich war ja noch nicht drin. Sieht wohl aus, als wäre hier nichts. Dann kann ich das ja zubauen. Okay, gut, dann war da doch wohl nichts. Macht aber nichts, weil dann baue ich das einfach zu. Und dann hat sie die Sache. So. Jetzt haben wir halt noch ein Loch da. Super, egal. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ciao Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen, wenn es euch eben gefallen hat. Und so weiter. Und wenn nicht, dann halt irgendwie nicht und so. Gut, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es macht euch Spaß wie mir, so genauso Spaß wie mir. Und ja, ich wiederhole mich die ganze Zeit und ich weiß nicht, wie ich zum Ende kommen soll. Ich sag einfach mal, tschüss, Leute.